Servus Leute, wie ihr ganz schnell und einfach so ein Quick Release bauen könnt, zeige ich euch nach dem Intro. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz ankündigen, dies wird unser erstes Video sein von unserer Do-It-Yourself-Area. Hier werden wir regelmäßig Videos posten und euch zeigen, wie man ganz einfach Bootszubehör und Gadgets nachbasteln kann. So, das sind unsere benötigten Materialien, um so ein Quick Release zu bauen. Ich habe hier 5 Kabelbinder, eine Schere, den sogenannten Panikhaken. Dieser ist ganz cool, weil er halt ohne Druckentlastung sich öffnen lässt oder ohne Druck sich öffnen lässt. Ein Expander-Seil 10 mm. Ich habe hier ungefähr 90 cm. Ein Netzschwimmer. Der sollte auf jeden Fall genug Tragkraft haben, um den Panikhaken, wenn wir diesen lösen, aufrecht oder über dem Wasser zu halten. Ein Feuerzeug und 2 Schrumpfschläuche. So, als allererstes fangen wir an, eine Schlaufe um den Panikhaken zu legen. Lasst hier genug Spiel, damit ihr die Kabelbinder später richtig gut befestigen könnt. Ihr müsst keine Kabelbinder benutzen, ihr könnt auch ganz normale Quetschhülsen benutzen. Aber Kabelbinder hatte ich hier bei mir zu Hause. Die erfüllen genauso ihren Zweck. Und ich habe die schon am Wasser testen können und die halten wirklich super und Bombe. Also da müsst ihr auch keine Angst haben, dass die Kabelbinder sich mal lösen sollten und euer Boot abtreibt. Also da braucht ihr echt keine Angst zu haben. Zieht diese ruhig gut feste. Da kann ruhig richtig Druck dahinter sein. Wenn ihr das fertig habt, schneidet das überstehende Ende ab. Das sollte dann ungefähr so aussehen. Als nächstes schneide ich mir ein Stück Schrumpfschlauch ab. Mess mal grob mit dem Auge nach, bis wohin das gehen sollte. Bis hierhin. Fädel den Schrumpfschlauch von hinten ein. Und zieh diese dann über das Kabelbinder drüber. Ein bisschen friemelig. So, unsere Verbindung ist jetzt gut geschützt. Als nächstes ziehen wir den Netzschwimmer auf. Am besten bis ganz nach hinten, bis zum Haken, damit ihr dann einen guten Auftrieb habt. Und hinten dran befestige ich diesen, damit dieser nicht hin und her rutscht, zusätzlich noch mit einem Kabelbinder. Das überstehende Ende schneide ich wieder ab. Und dieser ist nun von Hin- und Herrutschen geschützt. So, unser Quick Release ist nun fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch eine Schlaufe hinten für die Klampe bauen. Dabei stecke ich zuerst ein Stück Schrumpfschlauch drauf. Mach dann die Schlaufe für die Klampe. Guck, dass diese nicht zu klein ist, weil sonst habt ihr wenig Spiel oder habt eventuell Probleme, die auf die Klampe zu ziehen. Nimm mir ein Stück Kabelbinder und befestige die Schlaufe dann wieder mit 2 Kabelbinder. Wieder schön ordentlich zuziehen, dass nichts rausrutschen kann.
Danach schneide ich wieder das überstehende Ende ab. Ziehe den Schrumpfschlauch drüber und erhitze diesen wieder, damit er sich zusammenziehen kann. So, nachdem ihr den Schrumpfschlauch erhitzt habt und dieser sich zusammengezogen hat, seid ihr auch mit dem Quick Release eigentlich fertig und dieser ist nun einsatzbereit. So Leute, ein kurzer Praxistest, ob dieser Quick Release auch seinen Zweck erfüllt. Wir hängen diesen in der Tür ein, geben ein bisschen Zug drauf und wenn ich jetzt hier an dem Bändel ziehe, müsste er sich sofort lösen.